Juten, Huhu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 20 Karrieremodus mit dem AS Rom. Wir sind im Januar angelangt. Transfermarkt ist eröffnet. Nächstes Spiel ist gegen FC Torino und wir haben ein Leihangebot für Schick. Das werden wir natürlich ablehnen. Ich werde nur der auf der Transferliste ist, den werde ich abgeben, ansonsten nicht. So, da haben wir jetzt hier 68 4. Achso, der geht schon weg. Den können wir also entfernen. Den können wir auch entfernen. Der ist mir auch zu schlecht. Also wenigstens eine 94 sollte als oberstes stehen. Also keiner. Gut. Dann geht es weiter. So, wir gucken uns mal an, was die Spielplanungen sagen. Heimspiel gegen FC Turin. Heimspiel gegen Piemonte, also sprich das andere Turin. Und Pokal gegen Udinese. Also da würde ich sagen, simulieren. Spielen, spielen. Die sind kurz hinter uns. Aber ich nehme an, Piemonte ist noch weiter oben. Ja, also. Dann wollen wir mal, hoffen wir mal, dass es sich auch gelohnt hat. Ne, wir verlieren natürlich 2:3. Und Dzeko hat sich auch noch verletzt. Herzlichen Glückwunsch. Und klar, machen wir in der 85. dann. Ach, ich liebe EA Sports, echt. 3 Tage geht er noch. Gut, da müssen wir aber gewinnen. Aber ich verstehe das mit dem. Benvenuti a tutti, possiamo cominciare con le domande. Wir haben sich auf Spiegel die Wahlfamilie vorbereitet. Nach der wechselhaften Leistung, die Sie es jetzt gezeigt haben, fände ich ja kaum noch möglich, um die Unverschämtheit zu schaffen. Versuchen müssen wir es, genau. Genau. Sehr schön. Und weiter geht's. Ja, würde zu gerne mal wissen, wie sich denn dieses Ergebnis oder die Ergebnisse beim Simulieren zusammensetzen. Weil Gesamtstärke glaube ich eher nicht. Eher Freischnauze nach Programmierern glaube ich schon eher. So. Hurra, es schneit. Und wir rennen hier mit einem weißen Ball durch die Gegend. Ah ja. So, und wenn ich jetzt gucke, Bernardeschi ist bestimmt nicht schneller als mein Rechtsaußen. Oh, der war schön gespielt. Und der war noch besser geschickt und wir, gespielt und Schick schießt das Tor. Das war mal geschickt.
Oh, ein schöner Pass auf Kluivert. Schön zurückgelegt und zack. So kann es weitergehen. Na klar. Ronaldo. Der wird heute hier keinen Stich sehen. Hoffe ich. Dybala, Paulo Dybala. Okay, also ich gucke mir mal die anderen Spieler alle an, weil komischerweise konnten sich meine jetzt gerade nicht absetzen vom Gegner. Und das ist mir dann schon wieder so ein bisschen suspekt, weil, wie gesagt, ich habe ja doch bei meinen Spielern Antritt und so ein bisschen erhöht. Deswegen staune ich mal, dass meine Spieler in der Mitte überhaupt nicht ihrem Gegenspieler weglaufen konnten. Ich glaube nicht, dass die Innenverteidiger von Juventus. Na ja. Ach Leute, ey, ihr seid doch bekloppt. Die können da schon wieder Sachen. Die findste. Und da. Unmöglichen Sachen im physikalischen Bereich. Auch hier sowas, ne? Also theoretisch setzt man mal alle biologischen und physikalischen Standards. Hätte er den Ball nicht spielen dürfen, weil. Boah, das glaube ich ja nicht. Und natürlich, was ein Zufall, hat er den genau so getroffen. Dass er vorher nochmal aufspringt. Natürlich wurde er auch abgeblockt hier. Mann, Mann, Mann. Da sind aber sehr, sehr viele Zufälle hier beim Spiel dabei. Jetzt weiß natürlich auch keiner, warum ein offensives Mittelfeld nicht im Pacheco im Abseits. Nee, eher im Abseits. So, egal was uns EA Sports hier für Steine in den Weg legt, wir sind trotzdem führend. Aber jetzt kommt die zweite Hälfte und wir wissen ja alle, das böse M-Wort greift ja dann immer sehr schön in der zweiten Halbzeit, wo sie dann plötzlich aufdrehen
Jawohl, diesmal stand Kluivert nicht im Abseits. Oh, der war aber haltbar. Kurze Ecke. Aber ja, ich will mich nicht beschweren. Das ist dann wieder dieses. Den Volley-Schuss von Schick, den hat er gehalten. Und so einer, der eigentlich ui. Okay. Kann man mal so machen. Jetzt fragt sich natürlich nur die Frage, warum sie gegen FC Turin nicht so spielen. Ja. Aua. Sorry. Pellegrini mit dem 4:0. Jetzt bricht Juve auseinander. Und Kluivert ein paar tödliche Flanken in den Strafraum gehauen. Ja, kann ich verstehen, dass er da so ein bisschen angeknatzt ist. Da kann er nichts machen. Schlecht verteidigt. Dann wurde es ja doch ein ziemlich schön gemacht. Der sollte eigentlich nach hinten gespielt werden. Und Dzeko mit seinem zweiten. Jawoll! So, damit haben Schick 2, Dzeko 2. Boah, schön gemacht. So, und Zabacosta kommt für Florenzi. Hey, guck mal. Synchronschwimmen. Emre Can. Hier darf er spielen. Kick mal. Er ist ja auch ein Champions League. Schön rausgespielt. Ach Gott, was hat denn? Los, Zappacosta. Ach je, Pellegrini. Das haben wir aber von dir schon mal besser gesehen.
So. Rabiot geht, dafür kommt ein anderer rein. Wie auch immer der Mann mit dem Gesichtsstrumpf war. So, mal gucken, haben wir noch irgendwie was auswechseln können? Chico vielleicht. So, da ist er drin und da ist er drin. Also ich meine, da ist der Spieler drin und da schon ist dann auch der Ball drin. Das finde ich klasse. Bringst du und der macht gleich dein Tor. Kann man mal so machen. Finde ich prima. Schade. Hui! Das war mein Klasseschuss. Oh, den hat er nicht gepfiffen, wie jeden sowas. Das war ja ein klarer Elfmeter. Okay, in 6-0 gewonnen. Wollen wir mal nicht so klein sein, aber trotzdem. Das sind so Sachen. Selber von steht 0-0. Dann wird sowas nie gepfiffen. Dann würde ich aber einen ordentlichen Hals kriegen. Ja, das war ja das Abseits-Tor. So, Interview nach dem Spiel. Mal sehen, was die Presse möchte. Ich nehme an, dasselbe wie immer. Da sind sie ja dann doch eher. Anzitutto la ringrazio per aver accettato di rispondere alle nostre domande. Rico ist aktuell richtig gut drauf. Wie zufrieden sind Sie mit seiner heutigen Leistung? Er hat alle Lobeshymnen verdient. Rico ist ein grandioser Spieler, hat alle nur möglichen Lobeshymnen verdient. Hoffentlich kann er uns weiter in solchen Auftritten verzaubern. Schick hat heute zwei Tore gemacht und Sieg geholt, den Kommentar zum Helden des Spiels. Ich gratuliere dem gesamten Team zu dieser Leistung. Natürlich war Schick überragend, aber unsere Fans wissen, dass bei AS Rom das Team der entscheidende Faktor ist. Genau. Sie konnten ihrem Rival eine bittere Niederlage zufügen, haben sie ihre Vorbereitung umgestellt. Wer solche Spieler hat wie AS Rom, muss seine Vorbereitung nicht umstellen. Siege sind immer noch schön, aber Siege gegen diese Gegner sind besonders schön. Ringraziamo genau. Il Mister per le sue dichiarazioni. Wie auch immer. So, Leihangebot für Fusato. Daniel Fusato. Der ist nicht auf der Leihliste. Was haben wir denn eigentlich noch an Spielern? Nee. Muss ich ablehnen, weil muss ich ablehnen. Kann ich meinen Ersatztorhüter schocken weggeben, weil dann habe ich ja keinen Torhüter mehr, was ja ein bisschen Quatsch wäre. So. Zaniolo hat die 78 geknackt.
Immer noch nicht. Ach so. Hatte ich bloß nicht. So. Gut, das Spiel gibt's dann in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich danke fürs Zusehen und tschüss, euer Hightower.